Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier auf meinem Kanal. Es wird wieder mal eine Theorieserie, ähnlich wie Kryptografie, maschinelles Lernen oder die ganzen anderen Dinger, die ihr schon bei mir gesehen habt. Und ja, dieses Mal wenden wir uns Netzwerktechnik zu. Wir sind ja heutzutage fast alle permanent vernetzt. Also eigentlich sind wir alle permanent vernetzt, aber wir wissen es noch nicht. Und wenn ich mir mal unseren Haushalt hier angucke, dann haben wir eigentlich permanent mindestens so 5 Geräte online. Rechner, Laptop, Tablet, Handy. Eigentlich ist sogar der Rauchmelder permanent vernetzt, auch wenn er nicht an unserem WLAN hängt, aber egal. Auf jeden Fall haben wir genug Geräte online und die müssen natürlich alle irgendwie mit dem Internet verknüpft werden. Ich muss ja nicht zu jedem von euch ins Haus rennen und ihm dieses Video hier per Hand geben auf einem USB-Stick, sondern ich kann es einfach bei YouTube bequem hochladen und dort könnt ihr es dann alle angucken, was super ist, weil es einfach mega einfach ist. Und ich möchte euch heute, oder in den nächsten paar Videos dann hier erklären, wie das Ganze funktioniert. Denn die Daten, die werden ja erstmal von mir erstellt. Das ist ein anderes Thema, das hat nichts mit dem Internet zu tun. Aber auf jeden Fall müssen sie dann irgendwie in Pakete eingepackt werden. Die müssen dann irgendwie übers Internet kommen. Und was wir leider als Problem haben, ist, dass das Internet nicht gerade so perfekt zuverlässig ist, wie wir es gerne hätten. Es gehen hin und wieder mal Pakete verloren. Es gehen einzelne Bits kaputt und so Zeugs. Und ja, das alles muss natürlich irgendwie gehandhabt werden. Die Daten müssen ja immerhin vernünftig ankommen. Ihr werdet wahrscheinlich unglücklich, wenn dieses Video hier höchstenteils aus unhörbaren und unsehbaren Pixeln bestehen würde, die nichts miteinander zu tun haben mit dem, was ich heute hier aufgenommen habe. Und wir werden uns darum kümmern, wie diese Daten da ankommen. Okay. Das Ganze ist sogar noch komplizierter, als ich es gerade dargestellt habe. Erstmal müssen die Daten, wie ich es hier schon so ein bisschen angedeutet habe, natürlich an einen Router übertragen werden. Und dieser Router muss dann irgendwie mit dem Internet verbunden werden. Im Internet müssen die Daten dann an den richtigen Auslieferer kommen. Also in meinem Fall wäre es dann erstmal zu Kabel-BW. Und dann müssen die ganzen Daten wahrscheinlich entweder an den nächsten Server übertragen werden oder teilweise sogar an richtig weit entfernte Server wie USA oder sowas. Und von dort greift ihr dann wieder die Daten ab. Und jetzt überlegt euch das mal, ihr müsst das Ganze mal so überlegen. 19 Millisekunden von einem Datenpaket von mir bis zu einem Google-Server. Oder sogar weniger, teilweise 12 Millisekunden, das ist einfach mal gar nichts. Und wie wir das alles hinkriegen, wie die Datenrate und so weiter, was das alles ist, Roundtrip-Time und die ganzen Dinger, all das werden wir uns angucken. Wir werden uns auch, wie ihr wisst, habe ich ein bisschen Schwerpunkt momentan auf Sicherheit oder in der letzten Zeit bei mir auf Sicherheit gelegt gehabt. Da werden wir auch einen Blick reinwerfen, denn das Ganze sollte ja vielleicht nicht unbedingt so perfekt einfach zugänglich für jeden sein, der da gerade an meine Leitung kommt. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Deswegen werden wir auch einen Blick darauf werfen. Wir werden so ziemlich alles durchleuchten, was mir da so einfällt. Okay, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und natürlich gilt wie jedes Mal, ich versuche Vorkenntnisse so weit wie möglich zu reduzieren. Das heißt, ihr solltet eigentlich überhaupt nichts mitbringen, außer Interesse für diese Serie. Und ich versuche dann alles hier zu erklären. Und falls ihr tatsächlich irgendwann mal was aus einem anderen Video von mir braucht, werde ich darauf auf jeden Fall hinweisen. Das heißt, ihr könnt einfach diese Serie durchgucken, so wie ihr gerade Bock drauf habt. So, anstatt jetzt euch mit irgendwelchen vergangenen Dingern wie dem Telefonnetzwerk zu quälen, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal und ich möchte euch noch kurz darum bitten, einfach dieses Video zu liken, zu subscriben und das ganze Ding zu teilen oder mir einen Kommentar zu geben, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder spezielle Themenwünsche oder sonst irgendwas habt. Das war's von meiner Seite mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.